Dr. Schacht, ich glaube, Sie müssten eine Frage von mir von gestern in Ihrer Antwort noch ergänzen. Ich hatte Ihnen vorgehalten, dass verschiedene Ihrer Eingaben an Hitler, Briefe an Hitler und so fort, von nationalsozialistischer Phraseologie triefen, hatte ich gesagt. Sie haben behandelt Briefe und Eingaben von der Machtergreifung an, in zwei Teilen. Im Anfang und später, wie Sie zur Opposition gegangen waren. Nun hat aber die Anklage und namentlich in der mündlichen Anklagerede Bezug genommen, nach meiner Erinnerung zumindest, auf ein Schreiben von Ihnen, welches vor der Machtergreifung an Hitler gerichtet ist, vom November 32. Und es existiert bei den Akten noch ein zweites Schreiben, ähnlichen Inhalts vom August 32. Ich glaube, es wäre richtig, wenn Sie noch zu diesen beiden Schreiben in Ergänzung Ihrer Antwort auf diese meine Frage Stellung nehmen würden. Ich habe bereits gestern ausgeführt, dass ich bis zu den entscheidenden Wahlen vom Juli 1932 in keiner Weise in die Entwicklung der nationalsozialistischen Bewegung eingegriffen habe, sondern mich völlig abseits gehalten habe. Nachdem diese Bewegung im Juli 1932 ihren überwältigenden Erfolg erzielt hatte, von dem ich gestern gesprochen habe, sah ich die Entwicklung, die jetzt kommen würde, völlig klar voraus. Es gab nach den Grundsätzen der demokratischen politischen Auffassung nur eine Möglichkeit, nämlich die, dass der Führer dieser überwältigenden großen Partei nun die Regierungsbildung in die Hand nehmen müsse. Die andere theoretische Möglichkeit einer Militärregierung und eines eventuell damit verbundenen Bürgerkrieges habe ich von vornherein als unmöglich und mit meinen Grundsätzen unvereinbar abgelehnt. Nachdem ich also zu dieser Erkenntnis gekommen war, habe ich mich durchaus bemüht, meinen Einfluss auf Hitler und seine Bewegung zu erlangen. Und in diesem Sinne sind die beiden Schreiben, von denen Sie eben gesprochen haben, aufzuführen. Wir kommen nun zu den territorialen Eingliederungen Hitlers. Was wussten Sie von den Plänen Hitlers gegen Österreich? Von Plänen gegen Österreich ist mir nie etwas bekannt gewesen. Die Pläne Hitlers für Österreich habe ich im Einzelnen auch nicht gekannt. Ich wusste lediglich, dass er, wie wohl das Gros aller Deutschen, für einen Zusammenschluss von Österreich und Deutschland war. Was wussten Sie von seinen Plänen gegen die Tschechoslowakei? Von Plänen gegen die Tschechoslowakei habe ich bis etwa zur Münchner Konferenz nichts gewusst. Nach der Münchner Konferenz, also der friedlichen, noch friedlichen Regelung der Sudetenfrage, haben Sie wohl eine Äußerung Hitlers über München gehört, die für Ihre weitere innere Einstellung gegenüber Hitler von Bedeutung war. Bekunden Sie dem Tribunal diese Äußerung, die zu Ihren Ohren gekommen ist? Ich darf zunächst eben sagen, dass nach meiner Kenntnis der damaligen Lage Hitler in München mehr geschenkt bekommen hat, als er je erwartete. Nach meiner Kenntnis damals war Hitler, und ich habe das ja in der Unterredung mit dem gesandten Bullitt zum Ausdruck gebracht, darauf aus,
eine Autonomie für die Deutschen in der Tschechei zu erreichen. In München wurde ihm von den Alliierten die Abtretung des sudetendeutschen Landes auf dem Präsentierteller überreicht. Ich habe selbstverständlich angenommen, dass nunmehr Hitlers Ehrgeiz mehr als befriedigt sein würde, und war etwas erstaunt und bestürzt, kann ich nur sagen, als ich wenige Tage nach München Hitler sah. Ich habe keine weitere Unterhaltung mit ihm damals gehabt, aber ich traf ihn in einer Gruppe von seiner Umgebung, die in der Hauptsache aus SS-Leuten bestand, und konnte nur aus der Unterhaltung zwischen ihm und den SS-Leuten die Bemerkung auffangen: Der Kerl hat mir meinen Einzug nach Prag versiebt, das heißt unmöglich gemacht. Er war offenbar nicht mit dem großen Erfolg, den er außenpolitisch erzielt hatte, zufrieden, sondern es fehlte ihm das, worauf ich gestern auch angespielt habe oder worüber ich mich gestern ausgelassen habe: die Gloire, die ruhmvolle Aufmachung, wie ich aus dieser Bemerkung entnahm. Und was waren nun Ihre Empfindungen nach München hinsichtlich Ihrer gesamtpolitischen Einstellung gegenüber Hitler? Ich habe trotz des außenpolitischen Erfolges es auf das Lebhafteste bedauert, und meine engeren Freunde mit mir, dass durch dieses Eingreifen der alliierten Politik unser Versuch, das Regime Hitler zu beseitigen, auf eine lange Zeit hinaus, wir wussten ja damals nicht, was in der Zukunft eintreten würde, gescheitert war. Aber wir mussten selbstverständlich in diesem Augenblick resignieren. Was wussten Sie von den Plänen Hitlers gegen das Memelland? Davon habe ich überhaupt nichts gewusst und nichts gehört. Ich habe den Anschluss Memellandes an Deutschland, soviel ich weiß, auf meiner schon damals angetretenen Reise nach Indien erfahren. Also wenn Sie in jener Zeit in Indien waren, haben Sie natürlich auch nichts erfahren von den Verhandlungen und so weiter, die dem Angriff auf Polen vorangingen. Ich habe davon keinerlei Kenntnis gehabt. Und deshalb auch nichts von der hier mehrfach erörterten Mai-Sitzung von 1939. Ich bin Anfang März aus Berlin abgereist. Ich habe mich dann noch einige Zeit in der Schweiz aufgehalten und bin Ende März nach Indien gereist, über Genua. Ich habe also weder von der Hacha-Affäre, also der Errichtung des Protektorats in der Tschechei, noch vom Memelland, noch vom Polen irgendetwas erfahren, denn ich bin erst Anfang August von der Indienreise zurückgekehrt. Die Einbrüche Belgien, Holland, Norwegen, Dänemark sind hier behandelt worden. Billigten Sie diese Maßnahmen und Handlungen? Unter keinen Umständen. Haben Sie dieser Missbilligung irgendwo und wie einmal Ausdruck geben können? Vor dem Einbruch nach Belgien besuchte mich im Auftrage des Chefs des Generalstabs Halder der Generalquartiermeister, damalige Oberst und spätere General Wagner, der nach dem Zusammenbruch ebenfalls durch Selbstmord geendet hat, und machte mich mit der Absicht bekannt, des beabsichtigten Einmarsches nach Belgien. Ich war entsetzt und habe ihm damals erwidert: Wenn ihr diesen Wahnsinn auch noch machen wollt, dann ist euch nicht mehr zu helfen. Nun, wenn Sie... What time? Vor dem Einmarsch nach Belgien. Wann es gewesen ist, kann ich nicht sagen. Es kann schon im Herbst
also November 39 gewesen sein. Es kann auch im April 40 gewesen sein. Aber ich weiß nicht mehr genau, wann. Nun, wenn Sie auch dies Vorgehen nicht billigten, so war ja immerhin Deutschland in einem Kampf auf Leben und Tod. Veranlasste Sie dies nicht, da Sie ja immerhin noch formell Minister ohne Portefeuille waren, wenn Sie auch kein Ressort mehr hatten, sich immerhin doch zur aktiven Mitarbeit zur Verfügung zu stellen? Das habe ich nicht getan. Hat man Sie aufgefordert, es zu tun? Dieser Besuch, von dem ich eben gesprochen habe, von dem Generalquartiermeister Wagner im Auftrage des Generalstabschefs Halder, hatte zur Absicht, mich zu bestimmen, bei der zu erwartenden Besetzung Belgiens mich zu betätigen im deutschen Interesse, indem ich die Währungs-, Finanz- und Bankverhältnisse Belgiens überwachen und leiten sollte. Ich habe das rundweg abgelehnt. Ich bin auch später noch einmal vom damaligen Militärgouverneur von Belgien, dem General von Falkenhausen, gefragt worden, um Ratschläge hinsichtlich der belgischen Finanzverwaltung. Ich habe meinen Rat ebenfalls abgelehnt und habe mich in keiner Weise geäußert oder beteiligt. Wann haben Sie das erste Mal... Ich kann vielleicht noch einen Fall erzählen, wo man mich aufgefordert hat. Ich habe eines Tages, kurz nachdem Amerika in den Krieg hineingezogen wurde, von der Zeitschrift, die von Goebbels herausgegeben wurde, eine Aufforderung bekommen, ich möge doch bei meiner Kenntnis der amerikanischen Verhältnisse im Reich einen Aufsatz schreiben, um das deutsche Volk darüber zu beruhigen, dass das Kriegspotenzial der Vereinigten Staaten nicht überschätzt werden dürfe. Ich habe diesen Artikel abgelehnt mit der Begründung, dass gerade weil ich die amerikanischen Verhältnisse sehr gut kennte, meine Darstellung nur dahin gehen könnte, dass ich genau das Gegenteil sagen müsste. Also auch hier habe ich abgelehnt. Wann haben Sie das erste Mal von der Sitzung erfahren, welche wir hier kurzweg die Hossbach-Sitzung oder die Sitzung, über welche sich das Hossbach-Protokoll erhält? Ich habe zu meiner großen Überraschung von dieser Sitzung erfahren, am 20. Oktober 1945 hier in meiner Zelle, und war auf das Äußerste erstaunt, dass ich in der ganzen Voruntersuchung nicht nach diesem Protokoll gefragt worden bin, weil aus diesem Protokoll ja ganz klar hervorgeht, dass die Reichsregierung über die Kriegsabsichten Hitlers nicht informiert werden durfte, infolgedessen auch nichts davon wissen konnte. Haben Sie an ähnlichen Besprechungen, welche Angriffe vorbereiteten, teilgenommen? Zum Beispiel auch an der Sitzung vom November 40, in welcher der Angriff auf Russland besprochen wurde. Wohlverstanden, ich bitte mich nicht misszuverstehen, in dem Sperrdokument, über was Sie gestern Bekundungen gemacht haben, ist ja von einem drohenden Angriff seitens Russland im Sinne Hitlers gesprochen. Ich meine jetzt Besprechungen, die einen Angriff auf Russland zum Gegenstand hatten.
Die Befürchtung vor einem russischen Angriff fällt ja in den Herbst 1936, hat also mit dem Krieg noch gar nichts zu tun. An irgendeiner Besprechung, welche Kriegsabsichten erkennen ließ, also auch an der Besprechung über den beabsichtigten Angriff auf Russland, habe ich niemals teilgenommen, auch nie etwas darüber erfahren. Gilt das auch für die Sitzung vom Mai 41? Ich weiß im Moment nicht, welche Sitzung es ist, aber ich habe auch im Mai 41 an keiner Sitzung, teilgenommen, wie ich überhaupt während meiner ganzen Zeit, wo ich als Minister ohne Portefeuille gelebt habe, niemals an irgendeiner dienstlichen Besprechung teilgenommen habe. Dann ist Ihnen auch nichts bekannt geworden über die Besprechungen, die der japanische Außenminister Mutsuoka in Berlin geführt hat. Über die Besprechungen von Mutsuoka ist mir nicht das Leiseste bekannt geworden, außer was im Radio oder in der Presse vielleicht gestanden haben mag. Es ist hier davon die Rede gewesen, dass Sie einmal 200.000 Mark für Nazi-Propagandazwecke in Österreich zur Verfügung gestellt hätten, Herrn von Papenröhl. Was ist hieran etwas wahr? Mir ist nicht das Leiseste davon bekannt. Nun kommen wir zu Ihrer Entlassung als Reichsbankpräsident. Wie Sie gehört haben, behauptet die Anklage, Sie hätten schließlich Ihre Entlassung selber herbeigeführt, um sich aus der finanziellen Verantwortung herauszuziehen. Ich bitte Sie, sich zu diesem Vorwurf zu äußern und dem Tribunal kurz, jedoch erschöpfend, die Gründe und taktischen Erwägungen darzulegen, welche der hier ja bereits mehrfach erörterten Denkschrift des Reichsbankdirektoriums, die zu Ihrer und auch Ihrer Mitarbeiter Entlassung geführt hat, darzulegen. Ich möchte die Frage in zwei Teile zerlegen. Die erste Frage ist, ob ich mich bemüht hätte, mein Amt als Reichsbankpräsident loszuwerden. Ich muss diese Frage nachdrücklichst bejahen. Wir haben uns seit Mitte 38 in der Reichsbank dauernd überlegt, dass wenn eine Änderung des Kurses nicht eintrete, wir keinesfalls wünschten, weiter im Amt mitzumachen. Denn, und nun komme ich zu dem zweiten Teil der Frage, die Verantwortung, die dann von uns erwartet wurde, wollten wir nicht übernehmen. Die Verantwortung für alles Vorausgegangene, was wir für eine defensive Aufrüstung zwecks Herbeiführung der Gleichberechtigung Deutschlands in der internationalen Politik getan hatten, haben wir alle gern auf uns genommen und tragen sie auch vor der Geschichte und vor diesem Gericht. Eine Verantwortung für irgendeine weitergehende Rüstung, die eventuell in sich schon das Schwergewicht einer Kriegsgefahr trug oder gar beabsichtigt in einen Krieg hineinführen sollte, diese Verantwortung wünschte keiner von uns zu übernehmen. Wir haben infolgedessen, als klar wurde, dass Hitler auf eine weitere, verstärkte Rüstung hinaus wollte, ich habe darüber gestern im Zusammenhang berichtet mit der Unterhaltung vom 2. Januar, die ich mit ihm hatte, 2. Januar 39. Als wir das merkten, haben wir die Denkschrift, die hier oft zitiert worden ist,
und als Beweisstück dem Gericht vorliegt, verfasst, aus der klar hervorging, dass wir uns allen weiteren Ausweitungen der Staatsausgaben widersetzten und eine Verantwortung dafür nicht übernehmen würden. Daraus ersah Hitler, dass er die Reichsbank für irgendwelche Finanzierungszwecke in der Zukunft mit diesem Direktorium und mit diesem Präsidenten keinesfalls würde gebrauchen können. Und infolgedessen blieb ihm nur eine Möglichkeit, das Direktorium zu ändern, weil er ohne die Reichsbank nicht auskommen konnte. Und er musste ein zweites tun. Er musste das Reichsbankgesetz ändern. Das heißt, er musste die Unabhängigkeit der Reichsbank von den Regierungsbeschlüssen beseitigen. Er hat dieses zunächst in einem Geheimgesetz, solches gab es nämlich bei uns, vom 19. oder 20. Januar 1939 getan. Das Gesetz ist erst ungefähr nach einem halben Jahr veröffentlicht worden. In diesem Gesetz wurde die Selbstständigkeit der Reichsbank aufgehoben und der Reichsbankpräsident wurde nur noch ein Kassenhalter für die Kreditwünsche des Reichs bzw. also Hitlers. Diese Entwicklung wollte das Reichsbankdirektorium nicht mitmachen. Es wurden infolgedessen am 20. Januar entlassen. Der Reichsbankpräsident, der Vizepräsident und der hauptsächliche Finanzreferent, Reichsbankdirektor Hülse. Weitere drei Mitglieder des Reichsbankdirektoriums, Geheimrat Focke, Direktor Erhardt und Direktor Blessing, haben so lange gedrängt, bis ihnen ihr Ausscheiden aus der Reichsbank auch bewilligt wurde. Zwei Mitglieder des Reichsbankdirektoriums, der bereits hier erwähnte Direktor Puhl und ein achter Direktor, Direktor Kretschmann, sind im Direktorium auch unter den neuen Verhältnissen geblieben. Sie waren Parteimitglieder, beide die einzigen im Direktorium und konnten sich deshalb wohl nicht entziehen. Das ist der eine Vorwurf, der Ihnen hinsichtlich Ihrer Beweggründe bei dieser Denkschrift gemacht wird von der Anklage, nämlich sich aus der finanziellen Verantwortung zu ziehen. Der zweite Vorwurf geht dahin, dass ja in dieser Denkschrift mit keinem Wort von Rüstungsbeschränkung ausdrücklich die Rede ist, sondern dass diese Denkschrift im Wesentlichen nur währungspolitische, finanztechnische, rein wirtschaftliche Ausführungen enthält und dass deshalb nicht der Rüstung opponierende Dr. Schacht, sondern nur der besorgte um die Währung besorgte Notenbankpräsident aus dieser Denkschrift gesprochen habe. Es ist notwendig, dass Sie als der Mitverfasser der Denkschrift, der führende Verfasser der Denkschrift, auch zu dieser Sie belastenden Auslegung der Denkschrift Stellung nehmen. Ich habe bereits in einem früheren Augenblick hier ausgesagt, dass jeder Einwand, den ich Hitler gegenüber machte und machen musste, und das gilt nicht nur für mich, sondern für alle Minister, immer nur gemacht werden konnte mit Argumenten, die aus dem Ressort entstammten,
welches man verwaltete. Wenn ich Hitler gesagt hätte, ich gebe Ihnen kein Geld mehr, weil Sie einen Krieg beabsichtigten oder beabsichtigen, so würde ich nicht das Vergnügen haben, Herr Justizrat, diese angeregte Unterhaltung hier mit Ihnen führen zu können. Ich würde dann mit dem Pfarrer haben Rücksprache nehmen können und die wäre sehr einseitig gewesen, denn ich hätte stumm im Grabe gelegen, wenn überhaupt, und der Pfarrer hätte einen Monolog gehalten. Sodass ich also, diese Denkschrift ist ja sehr wichtig und wir müssen deshalb bei ihr einen Moment verharren. Zusammenfassend, ich bitte mich zu kontrollieren, sie dahin verstehen kann. Diese Denkschrift enthielt am Schluss Forderungen wie weitere Geldschöpfungsmöglichkeiten nur durch Erhöhung der Steuer oder durch Inanspruchnahme des Kapitalmarktes. Beides unmöglich, Steuer war nicht mehr zu erhöhen, Kapitalmarkt hatte eben eine verunglückte Anleihe erlebt. Gelangen diese an sich unmöglichen Forderungen, so hatte die Reichsbank, beziehungsweise so war Garantie dafür geschaffen, dass nicht weiteres Geld für eine ungesunde Rüstung verwendet wurde. Dieser Erfolg war aber nicht zu erwarten, vielmehr mussten sie erwarten ihre Entlassung. Habe ich sie in diesem Sinne richtig und erschöpfend und kurz zusammengefasst, richtig verstanden? Das ganze Schreiben war so angelegt, dass darauf nur zwei Möglichkeiten der Antwort waren. Entweder eine Änderung der Finanzpolitik und damit ein Abstoppen der Rüstung, das heißt eine völlige Änderung der hitlerschen Politik, oder aber der Reichsbankpräsident wird hinausgeworfen. Und das Letztere geschah und war auch erwartet, weil ich damals nicht mehr glaubte, dass Hitler seine Politik definitiv um 180 Grad herumwerfen würde. So hat also die Anklage recht, wenn sie sagt, dass ihre Mission mit ihrem Ausscheiden beendet gewesen ist. Das hat ja Hitler selber bestätigt. Er hat ja in dem Entlassungsschreiben an mich ausdrücklich gesagt, und wir haben gehört, dass aus dem Zeugnis des Herrn Lammers hier, dass dieser Zusatz von Hitler eigenhändig in den Brief hineingebracht worden sei, dass mein Name mit der ersten Epoche der Aufrüstung verbunden sein bleiben würde. Die zweite Epoche der Aufrüstung habe ich abgelehnt. Und Hitler hat das sehr wohl verstanden, denn er hat, als er dieses Schreiben der Reichsbank bekam, zu seiner Umgebung gesagt, das ist Meuterei. Woher wissen Sie das? Das wird der Zeuge Focke, der hier hoffentlich noch auftreten wird, bezeugen. Die Anklage hat ferner behauptet, dass ihr Abgang von der politischen Bühne nicht aus ihrer kriegsfeindlichen Politik erfolgt sei, sondern aus Rangstreitigkeiten mit Hermann Göring. An sich erscheint mir dieser Vorwurf schon durch die bisherigen Bekundungen von Göring und Lammers widerlegt. Wir wollen auch nichts wiederholen. Ich möchte Sie nur fragen, ob Sie den Bekundungen von Göring und Lammers diesbezüglich etwas hinzuzufügen haben oder von ihnen abweichen. In seiner mündlichen Anklagerede hat der Anklagevertreter geäußert,
er hätte in dem ganzen Material, was er durchgearbeitet hat, nicht einen einzigen Anhaltspunkt für meine kriegspolitische Gegnerschaft finden können. Ich kann dazu nur sagen, wenn einer, weil er kurzsichtig ist, einen Baum in der Ebene nicht sieht, so ist das noch kein Beweis, dass der Baum nicht da ist. Sie haben von der Anklage gehört, dass man Ihnen den Vorwurf macht, im Kabinett als Reichsminister ohne Portefeuille geblieben zu sein. Das war ja auch der Anlass zu meinem gestrigen Missverständnis. Ich wollte gestern nur zum Ausdruck bringen, dass er als aktiver Ressortminister ausgeschieden sei, also als Wirtschaftsminister ausschied. Und seine Lordschaft hat mich mit Recht darauf aufmerksam gemacht, dass sie natürlich Minister, nämlich ohne Ressort, also ohne eigenen Tätigkeitsbereich, ja bis Januar 43 geblieben sind. Und diese Tatsache macht Ihnen die Anklage zum Vorwurf. Was war maßgebend für Sie, Reichsminister ohne Portefeuille zu bleiben? Warum taten Sie das? Waren insbesondere Geldrücksichten maßgebend? Ich bitte zum Entschuldigen, dass ich das erwähne, aber der Treilbrief unterstellt Ihnen auf Seite 5 dieses Motiv. Ich habe hier schon wiederholt ausgeführt, dass meine Entlassung aus dem Amte des Wirtschaftsministers sehr großen Schwierigkeiten begegnete, und Sie haben dafür auch einige Belege aus den Affidavits beigebracht. Hitler wollte unter keinen Umständen nach außen hin erkennen lassen, dass hier ein Bruch oder auch nur eine Meinungsverschiedenheit zwischen einem seiner Mitarbeiter und ihm eingetreten sei. Und als er mir schließlich die Entlassung genehmigte, knüpfte er sie an die Bedingung, dass ich als Minister ohne Portefeuille nominell bleiben müsse. Was den zweiten Vorwurf anlangt, so ist er ebenso unwürdig wie falsch. Es gab in Deutschland eine gesetzliche Bestimmung, dass wenn jemand zwei Ämter bekleidete, er nur aus einem Amt bezahlt wurde. Da ich noch Reichsbankpräsident war und meine vertraglichen Bezüge zunächst im Gehalt und später in der Pension von der Reichsbank dauernd erhalten habe, so habe ich aus dem Ministerposten keinerlei Gehalt bezogen. Hatten Sie denn nun in der ganzen Zeit Ihrer Stellung als Reichsminister ohne Portefeuille als solcher Wohlverstand irgend noch etwas zu tun? Sind Sie an Beschlüssen des Kabinetts in wesentlicher Art beteiligt worden, haben Aussprachen stattgefunden? Also kurz und gut, war dieser Minister ohne Portefeuille ein reiner Charaktermajor oder hatte er einen substanziellen Inhalt? Ich habe bereits immer wieder hier betont und kann das nur immer wiederholen, dass ich nach meinem Ausscheiden aus der Reichsbank nicht eine einzige dienstliche Besprechung mehr gehabt oder geführt habe, an keiner einzigen amtlichen oder dienstlichen Zusammenkunft teilgenommen habe und auch meinerseits leider keine Möglichkeit gehabt habe, Dinge zur Sprache zu bringen, weil mir dafür jeder sachliche Untergrund, jede sachliche Handhabe fehlte, weil ich eben kein Ressort hatte.
Ich bin, glaube ich, der einzige Minister ohne Portefeuille gewesen. Es gab ja noch einige andere, die überhaupt keinerlei Tätigkeit mehr ausüben. Soviel ich weiß, war Seyß-Inquart beispielsweise Minister ohne Portefeuille, aber der hatte seine Verwaltung in Holland. Frank war Minister ohne Portefeuille, der hatte seine polnische Verwaltung. Schirach, ich weiß nicht, ob er Minister ohne Portefeuille war. Ich glaube, es ist hier mal erwähnt worden, aber ob es richtig ist, weiß ich nicht. Hatte sein Wien, seine österreichische Verwaltung. Ich habe überhaupt nichts mehr mit der Staatsverwaltung oder sonst irgendwie mit Staat oder Partei zu tun gehabt. Nur ist mit laufenden Geschäften. Sind da vielleicht irgendwelche Zirkularschreiben von Lammers rumgegangen, und da irgendwie sich beteiligt haben? Ich habe im Ganzen und nach dem, was ich eben gesagt habe, glaube ich, ist es verständlich, sehr genau auf jede Möglichkeit geachtet, wo ich noch irgendwie eingreifen könnte. Und ich erinnere mich hier auf das Bestimmteste und sage das auf das Bestimmteste aus hier, dass ich in der ganzen Zeit bis zum Zusammenbruch alles in allem drei amtliche Schreiben erhalten habe, denn die zahlreichen Einladungen zu Staatsbegräbnissen und ähnlichen gesellschaftlichen Staatsfeiern brauche ich hier wohl nicht als amtliche Dinge zu erwähnen. Ich habe auch an diesen nicht teilgenommen. Aber diese drei Male sind immerhin interessant. Das erste Mal war es ein Schreiben von Himmler. Ein Rundschreiben oder ein Antrag, ein Gesetzesvorschlag von Himmler, der beabsichtigte, die Gerichtsbarkeit über die asozialen, die sogenannten asozialen Elemente der Bevölkerung auf die Polizei, also auf die Gestapo zu übertragen. Das heißt, einen Grundsatz der Verwaltung, dass man Anklage und Gericht trennt. Ist hier erörtert, Dr. Schacht. Sie können das als bekannt voraussetzen. Gut. Ich habe sofort in dieser Frage mich einem Schreiben angeschlossen, welches der Reichsminister Frank mir in Abschrift geschickt hatte, worin er gegen diesen Grundfehler, Grundverstoß gegen die Rechtsgrundlagen Stellung nahm. Und das Gesetz ist auch nicht zustande gekommen. Es wäre ja auch außerordentlich bedauerlich gewesen, denn ich bin fest überzeugt, dass ich selber auch ein durchaus asoziales Element war im Sinne von Himmler. Das zweite Mal war ein Schreiben, im Moment kommt es mir nicht, liquidiert. Ja, einen Moment, ich weiß schon, ein Schreiben über irgendwelche Auseinandersetzungen des Staatseigentums in Jugoslawien, nachdem wir Jugoslawien besetzt hatten. Ich habe darauf geantwortet, da ich an den Vorbesprechungen über diesen Gesetzentwurf nicht beteiligt gewesen sei, so bäte ich von meiner Mitwirkung bei diesen abzusehen. Das dritte Mal endlich, und das ist der wichtigste Fall, war im November 1942. Da kam offenbar durch ein Versehen ein Gesetzentwurf des Reichsluftfahrtministers im Umlauf, der den Vorschlag enthielt, die 15- und 16-jährigen Schüler der oberen Klassen, der oberen Schulen, für den Dienst bei der Flugabwehr, den sogenannten Flakdienst, militärisch heranzuziehen. Das ist Exhibit Nummer 23. Auf diesen Brief habe ich
weil es mir eine willkommene Gelegenheit war, nun einmal mich zu der militärischen Lage zu äußern, geantwortet in einem ausführlichen Schreiben, welches ich an Göring geschickt habe. Das vom 3. November. Es ist ein Schreiben... 3. November 42. 30. November, das ist ein Irrtum. 30. Der, November, ja. Ja, steht 30. November, Null ist hier unter. Welches am 2. Dezember, glaube ich, durch meine Sekretärin persönlich an den Adjutanten von Göring im verschlossenen Kuvert überreicht wurde, mit der Bitte, es auch selber zu öffnen. Ein Moment, Dr. Schach. Dieses Schreiben ist unter PS 3700 von der Prosecution bereits eingereicht. Es befindet sich aber auch in unserem Dokumentenbuch unter Exhibit 23, Seite 66 des englischen Textes und 59 des deutschen Textes. Wenn uns die Zeit nicht so drängte, wäre es mir ein besonderer Genuss, dieses Schreiben in extenso hier vorzutragen. Es ist ein sehr schönes Schreiben. Aber ich möchte auf die Zeit Rücksicht nehmen und bitte Sie nur, Dr. Schacht, ganz kurz zu seinem Inhalt Stellung zu nehmen. Well, the Tribunal will read the letter. It's necessary if you read it now, is it? Ja, also, dann darf er sich nur ganz kurz vor der Pause noch zu dem Brief kurz äußern. Oder wollten Sie nichts mehr sagen? Ja, ich möchte meinerseits sagen, wenn es erlaubt ist, dass dieser Brief nach meiner Kenntnis von dem amerikanischen Hauptanklagevertreter hier bereits verlesen worden ist. Sich also... Verlesen? Verlesen. Erwähnt nach meiner Oder erwähnt oder in einigen wichtigen Punkten verlesen Jawohl, worden ist. Und ich glaube, es genügt, wenn Sie den Brief als Beweisstück... dem Gericht einreicht. Ist geschehen. Und das waren Ihre ganze Tätigkeit als Reichsminister ohne Portfolio. Damit endet. Also kann man, wenn man Sie unter einer Headline bezeichnen will, wirklich sagen können, ein reiner Charaktermajor. Ich weiß nicht, was ein Charaktermajor ist. Jedenfalls war ich nie Major, aber habe immer Charakter besessen. Dr. Schacht, es ist historisch, es ist die Bemerkung Kaiser Wilhelms I. über die ihm ungenügenden erscheinenden Machtbefugnisse als deutscher Kaiser. Bismarck gegenüber. Would that be a convenient time to break off? Dr. Schacht, wir sprachen von dem Brief vom 30. November 1942 an Göring. Hatte dieser Brief irgendwelche Folgen? Dieser Brief hatte sehr erhebliche Folgen. Und zwar die Folge, dass mir am 22. Januar endlich die ersehnte Entlassung aus meinem Amte eines nominellen Ministers ohne Portefeuille bewilligt wurde. Allerdings mit einer Begründung, die nun weniger angenehm war. Ich glaube, das Schreiben ist bei den Akten des Gerichts bereits eingereicht. Es lautet und ist ein Begleitschreiben von Lammers zu der offiziellen Entlassungsurkunde. Wir haben es ja zum Gegenstand der Vernehmung bei der Vernehmung Lammers gemacht. Ja. Also Sie können den objektiven Tatbestand kurz behandeln. Ich möchte nur also auf die Äußerung kommen, mit Rücksicht auf Ihre Gesamthaltung im gegenwärtigen Schicksalskampf der deutschen Nation. Es war also meine gesamte Einstellung. Moment. Für das Gericht, es ist Exhibit Nummer 26 unseres Dokumentenbuchs, Seite 76 der englischen Ausgabe und Seite 69 der deutschen Ausgabe. Bitte schön, bitte entschuldigen. Es war also meine Gesamthaltung in diesem Kriege, die zu meiner Entlassung führte und sie enthielt, die Entlassung enthielt ferner die Mitteilung, dass ich zunächst verabschiedet werden würde.
dieses zunächst hat, nach Aussage des Zeugen Lammers, wie wir sie hier kürzlich gehört haben, der Führer ebenfalls aus seiner Initiative heraus in das Schreiben eingefügt. Und ich bin mir auch dieses Wortes sehr klar bewusst gewesen, als ich den Brief bekam. Ich bin 2 Tage darauf aus dem preußischen Staatsrat, dem ich angehörte, ausgewiesen worden. Übrigens eine Körperschaft, die seit mindestens 8 Jahren nicht zusammengetreten war. Jedenfalls war ich nicht dabei. Oder seit 6 Jahren, ich weiß nicht. Und zwar ist mir der Wortlaut dieses Bescheides von dem Vorsitzenden des Staatsrats, Herrn Göring, wegen seines beinahe amüsanten Inhaltes sehr deutlich in Erinnerung geblieben. Er lautete: Meine Antwort auf Ihren defätistischen, die Widerstandskraft des deutschen Volkes untergrabenden Brief ist, dass ich Sie aus dem preußischen Staatsrat ausweise. Ich sage amüsant deshalb, weil ein verschlossener Brief von mir an Göring ja unmöglich die Widerstandskraft des deutschen Volkes erschüttern konnte. Eine weitere Folge war, dass mir von dem Parteileiter Bormann die Rückgabe des goldenen Parteiehrenzeichens abverlangt wurde, was ich auch sofort natürlich getan habe. Im Übrigen wurde ich in den nächsten Tagen von der Gestapo ganz besonders streng überwacht. Ich habe sofort meinen Berliner Wohnsitz aufgegeben, und zwar innerhalb von 24 Stunden, wobei mich die Gestapo-Spitzel den ganzen Tag durch Berlin hindurch zu Fuß und per Auto verfolgt haben. Und habe mich dann ganz still wieder auf mein Landgut zurückgezogen. Nun, da nun einmal in dem Teilbrief materielle und pekuniäre Beweggründe für Entschlüsse Ihrerseits unterstellt werden, erscheint mir auch die Frage berechtigt und notwendig, wie es denn überhaupt mit Ihren Vermögens- und Einkommensverhältnissen seit 1933 gestanden hat. Ich bitte Sie dabei in Ihrer Antwort mit zu berücksichtigen, dass es auffällt, dass Sie im Jahre 42 ein erhöhtes Einkommen hatten. Es ist in der Presse vor einigen Monaten unter Billigung offenbar der Militärregierung eine Aufstellung erschienen über die Dotationen, die die deutschen Minister und Parteiführer vom Führer erhalten haben und im Zusammenhang damit über die Einkommens- und Vermögensverhältnisse. Und darunter bin auch ich aufgeführt. Zwar nicht unter den Dotationen, aber es ist aufgeführt, dass ich im Jahre 1942 ein ungewöhnlich hohes Einkommen gehabt habe. Diese Aufstellung ist unrichtig, weil nämlich die Ziffer eine Bruttoziffer ist und nicht berücksichtigt, dass von dieser Ziffer die Kriegsgewinnsteuer abgegangen ist nachher, die damals bei der Aufstellung noch nicht feststand, sodass von der Summe, die dort angegeben ist, 80% ungefähr abgezogen werden müssen, dann ist das Einkommen in keiner Weise irgendwie mehr auffällig. Bezüglich meines Vermögensstandes ergibt sich auch aus dieser Aufstellung, dass der Vermögensstand in den Vergleichsraum von 10 Jahren
sich kaum verändert hat. Und ich möchte hier ausdrücklich betonen, dass in den letzten 20 Jahren sich mein Vermögen ungefähr immer gleich geblieben ist und sich nicht vermehrt hat. Wenn ich mich recht entsinne, haben Sie aus eigener Initiative Ihr Gehalt als Reichsbankpräsident zu einer gewissen Zeit herabgesetzt. Als ich von Hitler oder auf Vorschlag Hitlers vom Präsidenten Hindenburg im März 1933 wieder zum Reichsbankpräsidenten ernannt wurde, stellte mir Hitler frei, mein Einkommen selber zu bemessen. Ich habe mein Einkommen damals auf weniger als 25% meines früheren Reichsbankeinkommens freiwillig herabgesetzt. Haben Sie jemals Geschenke oder Dotationen von Hitler erhalten, sei es in Geld, sei es in Sachwerten? Wie ich eben bereits erwähnt habe, habe ich keinerlei Dotation jemals von Hitler erhalten. Er hätte wohl auch nie riskiert, mir eine solche anzubieten. Ein Geschenk habe ich in der Tat einmal von Hitler erhalten, und zwar zu meinem 60. Geburtstage hat er mir ein Bild geschenkt, welches immerhin einen Wert von etwa 20.000 Mark haben dürfte. Es war ein Ölgemälde von einem deutschen Maler Spitzweg, hätte also ungefähr einen Wert von 20.000 Mark gehabt, wenn es echt gewesen wäre. Ich habe das Bild schon, als es mir in das Zimmer gebracht wurde, als eine Fälschung erkannt. Und es ist mir gelungen, nach 3 Monaten etwa das Original des Bildes ausfindig zu machen. Ich habe einen Prozess veranlasst über die Echtheit des Bildes. Die Fälschung wurde vor Gericht festgestellt. Hardly appropriate for this tribunal to listen to this. Hat Ihnen Hitler jemals eine Uniform verliehen oder irgendeinen halbmilitärischen oder militärischen Rang? Ich glaube, um das Gespräch abzuwenden, das Gericht es mir nicht übel nimmt, möchte ich nur feststellen, ich habe die Fälschung zurückgegeben und keinen Ersatz dafür bekommen, sodass ich kein Geschenk von Hitler bekommen habe. Uniform hat mir Hitler angeboten. Ich könnte jede Uniform bekommen, die ich mir wünschte. Ich habe nur abwehrend die Hände erhoben und keine Uniform akzeptiert. Auch keine Beamtenuniform. Nun zu einem anderen Gebiet. Wussten Sie etwas von den Konzentrationslagern? Gleich im Jahre 1933, als die Konzentrationslager von Göring eingerichtet wurden, habe ich gehört, und zwar mehrfach, dass Leute, politische Gegner und sonst unbeliebte oder unbequeme Leute, in das Konzentrationslager abgeführt wurden. Ich habe mich über diese Freiheitsberaubung selbstverständlich damals sehr erregt und habe ständig verlangt, soweit ich dazu im Gespräch in der Lage war, dass der Verhaftung und Abführung ins Konzentrationslager eine gerichtliche Klarstellung mit Verteidigung und dergleichen und entsprechender Gerichtsführung folgen müsse. In diesem Sinne hat sich ja auch der Reichsinnenminister Frick damals in der ersten Zeit sehr energisch verwandt. In der Folgezeit ist dann diese Art von Einsperrung und so weiter weniger öffentlich bekannt geworden, und ich entnahm daraus, dass die Dinge langsam abebben. Erst sehr viel später, also sagen wir zweite Hälfte 34, 35,
ist mir dann... Als ich Gesevius kennenlernte. Als ich Gesevius kennenlernte, ist mir dann immer wieder gelegentlich gesagt worden, dass nicht nur Freiheitsberaubung fortgesetzt würde, sondern auch gelegentlich körperliche Misshandlung, also Prügeleien und dergleichen. Ich habe bereits hier vor Gericht ausgesagt, dass ich infolgedessen schon im Mai 1935 Gelegenheit genommen habe, persönlich Hitler auf diese Dinge aufmerksam zu machen und dass ich ihm damals gesagt habe, ein solches System mache uns in der ganzen Welt verächtlich und müsse aufhören. Ich habe dann erwähnt, dass ich öffentlich auch gegen alle diese Dinge immer wieder aufgetreten bin, so oft dazu eine Möglichkeit sich ergab. Von den schweren Misshandlungen und den Untaten, Mord und dergleichen, die später eingesetzt haben, habe ich nie etwas gehört. Wahrscheinlich, weil erstens diese Dinge ja wohl erst eingesetzt haben nach dem Kriege, nach Kriegsbeginn, und weil ich ja schon von 39 an sehr zurückgezogen gelebt habe. Ja. Ich habe von diesen Dingen in dieser entsetzlichen Form noch dazu hier erst im Gefängnis gehört. Ich habe allerdings gehört, schon in den Jahren 38 und so etwas, von Judendeportation. Aber ich habe dabei, weil einzelne Fälle an mich herangebracht wurden, immer nur feststellen können, dass es sich um Deportationen nach Theresienstadt handelte, wo angeblich ein Sammellager für Juden sein sollte, wo die Juden untergebracht wurden, bis zu einem späteren Termin, wo dann das Judenproblem weiter behandelt werden sollte. Von irgendwelchen körperlichen Misshandlungen oder gar Tötungen oder dergleichen habe ich nie etwas gehört. Haben Sie sich mal ein KZ angesehen? Ich habe Gelegenheit gehabt, mehrere KZs kennenzulernen, als ich am 23. Juli 1944 selber in ein KZ geschleppt wurde. Vorher habe ich mir kein einziges KZ jemals angesehen. Aber danach habe ich nicht nur die normalen KZs, sondern auch das Vernichtungslager Flossenbürg kennengelernt. Haben Sie nicht mal in Flossenbürg den Besuch eines Gesinnungsgenossen, wenn ich so sagen darf, gehabt? Ich weiß von dieser Angelegenheit lediglich aus dem Brief an Sie oder hier an das Gericht, glaube ich, gerichtet hat, worin er diesen Besuch schildert. Und ich kann nur aus eigener Wahrnehmung... I think it is improper to give the contents of a letter from a person unidentified. I have said to this tribunal before that these letters which come in from unidentified persons, if he's identified, it's not been done in evidence, come to all of us. I'm sure members of the tribunal get a great many of them. If that is evidence, then the prosecution should reopen its case, because I have baskets of them. I think it's highly improper. Take communication. And put them in evidence directly, and it's even more improper to retail them by oral testimony when the document is not produced. I think this kind of evidence has no probative value, and I object to it. Ich glaube, wohl sagen zu dürfen, dass ich nie etwas Improperes tun würde und auch nicht getan habe. Ich beabsichtige in keiner Weise, diesen Brief, einen ganz harmlosen, scherzhaften Brief, dem Gericht als Beweisdokument vorzulegen. Aber dieser Brief, der durchaus regulär an mich gekommen ist,
hat Dr. Schacht und mir die Kenntnis davon gegeben, dass ein Mordplan gegen ihn in Flossenburg bestand. Und deshalb habe ich ja auch den Zeugen Kaltenbrunner nach dieser Sache gefragt. Und der einzige Grund, dass ich Dr. Schacht frage, ist, dass ich von ihm erwarte, dass er dem Tribunal jetzt mitteilt, dass tatsächlich, also nach dieser Mitteilung, ein Mordbefehl gegen ihn damals bestanden hat. Diese Tatsache, diese Tatsache ist nicht ganz ohne Bedeutung. Denn wenn ein Regime einen Menschen umbringen will, so ist das zumindest ein Beweis dafür, dass es ihm gegenüber nicht ausgesprochen wohlgesinnt ist. Und das ist der einzige Grund, warum ich gefragt habe, diesen Brief vorzulegen. Er steht Justice Jackson jederzeit zur Verfügung, privat. Der Brief ist wirklich an sich ganz amüsant geschrieben von einem einfachen Mann. Aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, diesen Brief als Beweisdokument vorzulegen. Wenn das Gericht irgendwelche Bedenken hat, diese Sache zu erörtern, sie ist ja auch schon bei der Vernehmung Kaltenbrunner erörtert worden, will ich gern davon absehen. Ich bin ganz erstaunt, dass dieser Angelegenheit eine solche Bedeutung beigemessen wird. Dr. Dix, the tribunal thinks that the letter can't be, it isn't being offered in evidence, and therefore you oughtn't to refer to it. Well then, don't refer to it. Also lassen wir das. Nun waren Sie endlich entlassen. Was taten Sie nun? Ich habe nach dieser Zeit nichts anderes getan mehr, als dass ich meine Bemühungen um die Beseitigung Hitlers fortgesetzt habe. Das ist meine einzige politische Tätigkeit gewesen. Sonst habe ich auf meinem Hof gelebt. Traten Sie nicht dann Frühjahr 1939 eine Reise an? Ah, verzeihen Sie, Sie kommen auf die nach der Entlassung als Reichsbankpräsident. Ich dachte als Minister. Ich war jetzt eben im Jahre 43. Nein, nein. Sie gehen zurück auf das Jahr 39. Nach der Entlassung im Januar 39, erwähnte ich schon, dass Hitler mir nahegelegt hatte, eine längere Auslandsreise zu machen. Und ich bin damals über die Schweiz, wo ich wieder meine Freunde gesehen habe, nach Indien gefahren. Haben Sie sich in Indien irgendwie politisch betätigt? Ich bin in Indien lediglich als Tourist gereist, habe mich politisch nicht betätigt, bin aber bei selbstverständlich mehreren Gouverneuren und auch beim Vizekönig 3 Tage zu Gast gewesen in seinem Hause in Simla. Haben Sie nicht in Rangoon politische Verbindungen mit chinesischen Staatsmännern gehabt? Ich habe, als ich in Burma war, anschließend an Indien, in Rangoon den Besuch eines chinesischen Freundes erhalten, der mich früher schon in Berlin aufgesucht hatte, gelegentlich.
und der von seiner Regierung beauftragt war, sich mit mir über die Lage Chinas zu unterhalten. Das ist das China Chiang Kai-sheks. Das China Chiang Kai-sheks, welches ja bereits mit Japan im Kriege war zu jener Zeit. Das andere China existierte damals noch nicht. Und dieser Herr bat mich im Auftrage von Chiang Kai-shek und des chinesischen Kabinetts. Please, I can't see the slightest relevancy to this. It's been, first place, we've had it once, and secondly, after we had it, it has no relevancy to the case. There's no charge against him that he did anything in China. I'm ready to stipulate that he was as pure as the driven snow all the time he was in China. We haven't a thing to do with that. And it's taking time here just gets us nowhere. Keeping us away from the real charge in the case. Well, the tribunal quite understands if you say it's irrelevant. Well, why do you say it's relevant? Ich bedauere, dass Justice Jackson und ich ihn so wenig verstehen. Die Sache ist erheblich. Und zwar im folgenden Zusammenhang. In dieser Bekundung und auch in einer verlesenen eidesstattlichen... Well, Dr. Dixon, I think we've heard three times that the defendant Shark went to India already. Three times in his evidence he's dealt with his visit to India. Well, India and China. Yeah. Well, how is it relevant? Ich spreche jetzt nicht von der indischen Reise. Die musste nur kurz erwähnt werden, wegen des zeitlichen Zusammenhangs. Ich hatte jetzt die Frage gestellt nach den Verhandlungen Schachts in Rangoon mit Abgesandten Chiang Kai-sheks, mit Chinesen. Und das war auch der Punkt, wo Justice Jackson seine Objection erhob. Und diese Tatsache der freundschaftlichen Beziehungen zu der Regierung Chiang Kai-shek und ihrer Unterstützung, die ist erheblich. Und zwar aus dem gleichen Grunde, aus dem ich Wert darauf gelegt habe, dass hier zutage trat, dass auch gegenüber der Union der Sowjetrepubliken Schacht in den Jahren, wo Hitler einen politischen Feldzug gegen die Union führte, eine pro-sowjetische Politik in seiner Wirtschaftspolitik befolgte. Und hier haben wir den zweiten Fall, dass er Beziehungen fördert, die entgegengesetzt der hitlerischen Politik sind, nämlich für Chiang Kai-shek und damit gegen den Verbündeten Hitlers, nämlich Japan. Und in diesem Zusammenhang sind diese Verhandlungen mit den Chinesen von Bedeutung. Sie nehmen auch höchstens eine Minute Zeit weg. Sie sollten ja nur parenthetisch erwähnt werden. The tribunal thinks that if you consider his relations with China of any importance, it can be stated in one sentence. Dieser Meinung bin ich auch. Ich werde es in einen Satz fassen. Ich habe in einem schriftlichen Memorandum der Regierung Chiang Kai-shek geraten, gegen Japan durchzuhalten mit der Begründung, dass die wirtschaftlichen Kräfte Chinas länger durchhalten würden als die wirtschaftlichen Kräfte Japans und habe Chiang Kai-shek geraten, sich in seiner Außenpolitik in allererster Linie auf die Vereinigten Staaten von Amerika zu stützen. Als Sie nun von Indien zurückkamen, also wohl im August 1939, fanden Sie doch für einen Rückkehrer eine recht gespannte Lage vor. Haben Sie nun nicht Fühlung mit dem Reichskabinett oder mit Hitler gesucht, um diese Lage zu besprechen?
Ich fand selbstverständlich eine sehr gespannte Lage vor. Gegenüber Polen. Und habe meine Rückkehr zum Anlass genommen, um in einem Brief an Hitler, einem Brief an Göring und einem Brief an Ribbentrop, also die drei leitenden Männer, mitzuteilen, dass ich von Indien zurück sei, mit der Anheimstellung und dem Erwarten, dass nun wenigstens einer von Ihnen mich zu einem Bericht auffordern würde über das, was ich erlebt hatte. Und dann hätte ich ja Gelegenheit gehabt, wieder einmal mit den leitenden Herren zu sprechen. Zu meiner größten Überraschung habe ich von Hitler überhaupt keine Antwort bekommen, von Göring überhaupt keine Antwort bekommen und Herr von Ribbentrop antwortete er mir, dass er von meiner Mitteilung Kenntnis genommen hätte. Es blieb mir also weiter nichts anderes übrig, als mich umzuhören, wie nun eigentlich die Dinge mit Polen standen. Und ich habe ja dann, als die Dinge sich zuspitzten, den bekannten Schritt unternommen, der hier von Gisevius ja schon erzählt worden ist, der Versuch, in das Hauptquartier zu kommen. Ja, das brauchen wir nicht zu wiederholen. Die einzige Frage, die für mich offen bleibt, ist die, dass ich Sie fragen möchte, was wollten Sie denn den Generalen, insbesondere dem General von Brauchitsch, sagen in diesem letzten Moment, was eine Chance hatte, noch den Krieg zu verhindern? Ich wusste ganz genau, dass mit bloßen wirtschaftspolitischen und allgemeinpolitischen Äußerungen bei Herrn von Brauchitsch natürlich nichts ausgerichtet werden könne, weil er sich da sicherlich auf die Führung Hitlers berufen hätte. Ich wollte ihm infolgedessen ganz etwas anderes sagen. Und das ist meines Erachtens von entscheidendster Bedeutung. Ich wollte ihn daran erinnern, dass er einen Eid auf die Weimarer Verfassung geleistet hätte. Ich wollte ihn daran erinnern, dass das Ermächtigungsgesetz nicht Hitler, sondern dem Reichskabinett übergeben war. Und ich wollte ihn daran erinnern, dass in der Weimarer Verfassung ein Artikel sich befand und befindet, der niemals aufgehoben worden ist, wonach ein Krieg nicht ohne vorherige Billigung des Reichstages erklärt werden darf. Ich war überzeugt, dass Brauchitsch mir seinen Eid an Hitler gegenübergestellt hätte. Und ich würde ihm gesagt haben, diesen Eid habe auch ich geleistet. Sie haben keinen anderen Eid geleistet, außer Ihrem militärischen vielleicht. Aber dieser Eid hat den Eid gegenüber der Reichsverfassung von Weimar in keiner Weise ungültig gemacht, sondern prävalierend ist der Eid auf die Weimarer Verfassung. Sie haben also die Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass diese ganze Frage, ob Krieg oder nicht Krieg, vor das Reichskabinett kommt, dort beraten wird und wenn das Reichskabinett beschlossen hat, wird die Angelegenheit vor den Reichstag kommen. Wenn diese beiden Dinge erfüllt worden wären, so bin ich der festen Überzeugung, dass es nicht zum Kriege gekommen wäre. Nun, Sie kamen an Brauchitsch überhaupt nicht ran. Wir wollen keine Wiederholungen machen. In der Schilderung dieser ganzen Aktion, also die Besuche in der Bendlerstraße und so fort, haben Sie da der Darstellung Gisevius irgendetwas hinzuzufügen oder irgendetwas abzuändern? Ich kann die Darstellung von Gisevius nur in jedem einzelnen Punkte als korrekt bestätigen. Und möchte meinerseits nur hinzufügen, dass
Canaris unter vielen Gründen, die uns von dem Besuch dann zurückhielten, auch den angab, dass uns Brauchitsch wahrscheinlich sofort verhaften lassen würde, wenn wir etwas gegen den Krieg bei ihm vorbringen würden und ihn abhalten wollten, seinen Eid gegen Hitler zu erfüllen. Aber der Hauptgrund, warum der Besuch nicht zustande kam, den hat Gisivius ja ganz richtig angegeben. Übrigens gibt ihn auch der General Thomas in seinem Affidavit an, das wir ja noch einreichen werden. Der Hauptgrund war, der Krieg ist abgeblasen. Ja. Und daraufhin bin ich in einer geschäftlichen Angelegenheit nach München gefahren. Und in München bin ich von der Kriegserklärung an Polen bzw. von dem Einfall an Polen nach Polen überrascht worden. Sie haben vorhin den Reichstag erwähnt. Man hat ja tatsächlich, wenn auch nicht vor dem Kriege und vor der Kriegserklärung, aber unmittelbar danach, eine Reichstagssitzung stattgefunden. Sie waren ja damals noch Minister ohne Portefeuille, hätten also normalerweise auf der Ministerbank in dieser Sitzung Platz nehmen müssen. Waren Sie in dieser Sitzung? Ich habe an dieser Sitzung gar nicht teilgenommen und möchte hier gleich hinzufügen, dass ich während des ganzen Krieges nur an einer einzigen Reichstagssitzung teilgenommen habe, was ich nicht vermeiden konnte im Zusammenhang mit den Dingen, die ich schon gestern hier erwähnt habe. Das war nach der Rückkehr Hitlers aus Paris. An den Empfang auf dem Bahnhof sich anschließenden Reichstagssitzung musste ich teilnehmen, weil, wie gesagt, es sonst ein allzu sichtbarer Affront gewesen wäre. Es war die Sitzung, in der politische Dinge überhaupt nicht verhandelt wurden, sondern die Feldmarschalltitel dutzendweise verliehen wurden. Nun, dieser soeben erwähnte letzte Kriegsverhinderungsversuch über Canaris führt uns nun zu dem besonderen Kapitel Ihrer Putschversuche, Hitler und seine Regierung zu stürzen. Wir wollen uns zum Grundsatz machen, möglichst nicht zu wiederholen, was der Zeuge Gisevius bereits bekundet hat, sondern nur zu ergänzen bzw. richtigzustellen bzw. Ihre andere Erinnerung kundzutun. Bevor ich aber in dieses Kapitel eintrete, darf ich Sie fragen, ob Sie wissen, durch Mitteilungen oder sonstige Anhaltspunkte, dass Ihre und Ihre Gesinnungsgenossen oppositionelle Haltung und Ihre oppositionellen Ziele maßgebenden Kreisen des Auslandes bekannt war. Ich will mich nicht wiederholen, sondern nur darauf hinweisen, dass ich schon wiederholt hier ausgesagt habe, dass ich mich mit meinen ausländischen Freunden ständig über die Lage in Deutschland und damit auch über meine persönliche Lage unterhalten habe. Und zwar nicht nur mit Amerikanern, Engländern, Franzosen, sondern auch mit Neutralen. Und ich möchte noch eines hinzufügen. Die ausländischen Radiosender sind gar nicht müde geworden, ständig von der Opposition Schachts gegen Hitler zu sprechen, sodass meine Freunde und meine Familie jedes Mal einen Schreck bekamen, wenn etwas derartiges wieder in Deutschland laut wurde. Wann beginnen nun Ihre Versuche gegen die Hitlerregierung zu putschen, sagen wir mal, ganz generell? Ich habe schon im Jahre 37 versucht festzustellen, auf welche Gruppen man sich in Deutschland bei einem Versuch, das Hitler-Regime zu beseitigen, stützen könnte.
Ich habe leider in den Jahren 35, 36, 37 die Erfahrung gemacht, dass alle jene Kreise, auf die ich gehofft hatte, versagten. Das war die Wissenschaft, das gebildete Bürgertum, die Führer der Wirtschaft. Ich brauche nur zu erwähnen, dass die Wissenschaft sich widerstandslos die unsinnigsten nationalsozialistischen Vorträge halten ließ, ohne dagegen zu opponieren. Ich erinnere daran, dass die Führer der Wirtschaft, als sie sahen, dass ich in der Wirtschaft nichts mehr bedeutete, sich in die Vorzimmer von Göring drängten und aus meinen Vorzimmern verschwanden. Kurz, auf diese Kreise war kein Verlass. Es war infolgedessen nur Verlass auf die Generale, aufs Militär, nach meiner damaligen Auffassung. Auch dieses auch aus dem Grunde, weil man sicherlich damit rechnen musste, in der Prätorianergarde der SS einen auch bewaffneten Widerstand zu finden. Infolgedessen habe ich, wie hier berichtet worden ist, und ich will darauf gar nicht weiter eingehen, zunächst mit Generälen wie Kluge beispielsweise Fühlung gesucht, nur um einmal festzustellen, ob innerhalb des Militärs sich Leute befanden, mit denen man offen sprechen konnte. Und dieser erste Ansatz hat mich zu den verschiedensten Generälen geführt, mit denen ich im Laufe der Zeit die Fühlung aufgenommen habe. Das war also das Jahr 37. Nun kommen wir zu 38. Immer mit der Einschränkung, was Gisevius schon gesagt hat, nur Hinweis, Bestätigung und im Übrigen nur hinzufügen. Waren Sie irgendwie an den Godesberger oder Münchner Verhandlungen direkt oder indirekt beteiligt? In keiner Weise. Also es ging nun Ihre politische Arbeit, putschistische Arbeit weiter. Ist dazu der Gisevius'schen Darstellung für das Jahr 38 irgendetwas hinzuzufügen? Die Darstellung von Gisevius ist vollständig und zuverlässig. Das gilt auch hinsichtlich des Staatsstreichversuchs vom Spätsommer 38. Jawohl. Nun war das, kam der Krieg. Legten Sie nun nach dem Krieg die Hände in den Schoß? Nein, ich habe den ganzen Krieg hindurch jeden General bekniet, dessen ich habhaft werden konnte. Und zwar mit den gleichen Argumenten, die ich eben für eine eventuelle Unterhaltung mit Brauchitsch hier angegeben habe. Es ist also nicht bei der Theorie geblieben, sondern ich habe mit all diesen Generälen gesprochen. Spielt da nicht auch ein Versuch mit dem General Höppner? Ich habe im Jahre 41 mit General Höppner versucht, nicht nur Fühlung aufzunehmen, sondern ihn in einer ganzen Reihe von Unterhaltungen zur Aktion zu bringen. Höppner war auch absolut willig und bereit und ist ja leider auch dann im Verfolg des 20. Juli 1944 ums Leben gekommen. Im Jahre 42, das ist bisher hier nicht mitgeteilt worden, weil Gisevius daran nicht beteiligt war, habe ich dann nochmal versucht, den General von Witzleben mobil zu machen, neu aufs Neue mobil zu machen. Und zwar ist das geschehen, indem ich aus Express nach Frankfurt am Main gefahren bin, wo er damals amtlich domizilierte. Und Herr von Witzleben erwies sich nach wie vor als durchaus entschlossen zu handeln, sagte mir aber, er könne das natürlich erst tun, wenn er wieder ein Frontkommando bekäme. Dann habe ich... Einen Moment. Und in Frankfurt war damals Frau Strünk. In Frankfurt war Frau Strünk, die war in diese Sachen eingeweiht. Die war hierin eingeweiht und kann das bestätigen.
Ich darf hier vielleicht dem Gericht sagen, Frau Strünk war mir als Zeugin bewilligt und sie ist auch da. Ich habe mich jedoch entschlossen, zur Zeitersparnis auf dieses Zeugnis zu verzichten, denn sie könnte nur kumulativ das aussagen, was Gisevius ausgesagt hat. Und ich glaube, das ist nicht nötig. Das Einzige, was sie neu zusätzlich sagen könnte, ist das, was jetzt Schacht bekundet, nämlich diese Reise, Sonderreise nach Frankfurt zu Witzleben. Aber nach der Lebenserfahrung des Gerichtes wird das Gericht sich selbst sagen, dass eine solche sich über Jahre hinstreckende Putschbewegung natürlich viele Reisen in sich trägt und dass es wirklich nicht wichtig ist, darüber einen besonderen Beweis anzutreten. Ich habe mich also entschlossen, aus Zeitersparnisgründen auf das Zeugnis der Frau Strünk zu verzichten. Entschuldigen Sie, ich wollte das nur hier sagen. Dann kommt die nächste. Darf ich nun noch eines sagen? Bei den Unterhaltungen, von denen Gisevius hier gesprochen hat, mit den anderen Generälen, also der Gruppe Beck, Fromm, Olbricht und so weiter, bei denen ich selbstverständlich überall beteiligt war. Diese Dinge sind deswegen längere Zeit nicht zum Zuge gekommen, wegen der ausländischen Verhandlungen, auf die man immer wartete, auf die die Generäle immer warteten. Ich glaube, auch darüber ist hier genügend gesprochen worden, sodass ich das nicht weiter zu vertiefen brauche. Ich komme dann nur allerdings zu einem letzten Punkt, der aus den Ausführungen von Gisevius nicht hervorgeht, wofür aber hier ein Affidavit von dem Oberst Gronau vorgelegt werden wird. Ich kann es aber ganz kurz erwähnen zur Zeitersparnis. Ich war selbstverständlich mit der Gruppe Beck, Gördeler, meinem Freunde Strünk und so weiter, Gisevius, in der Angelegenheit des 20. Juli vollständig d'accord und eingeweiht. Ich habe aber immer, und ich glaube, das beruhte auf Gegenseitigkeit, wir haben uns immer gegenseitig möglichst nur das erzählt, was der andere unbedingt wissen musste, um den anderen nicht in Verlegenheit zu bringen, für den Fall, dass er einmal der Tortur der Gestapo unterworfen werden könnte. Und so habe ich neben der Berührung mit Beck, Gördeler, Gisevius, Strünk und so weiter, habe ich eine zweite Verbindung zu den Generälen gehabt, die an der Spitze dieses Putsches standen. Das war der General der Artillerie Lindemann, einer der Hauptbeteiligten am Putsch, der dann auch später leider geendet hat. Es ist vielleicht richtig, wenn ich hier, ich kürze das und sage verständlicher, wenn ich hier schon den Ihrer Beteiligung am 20. Juli via Lindemann betreffenden Passus aus der eidesstattlichen Aussage des Obersten Gronau verlese. Es ist Exhibit Nummer 39 unseres Dokumentenbuchs, Seite 168 des deutschen Textes, Seite 176 des englischen Textes. Ich lasse den ersten Teil der eidesstattlichen Versicherung bei der Verlesung aus, bitte nur von ihm amtliche Kenntnis zu nehmen, weil er im Wesentlichen nur bereits Bekundetes enthält, und verlese nur den Teil, der sich mit dem 20. Juli beschäftigt. Der beginnt auf der englischen Seite 178, deutsche Textseite 170, bei Frage 5. Frage: Sie haben Schacht mit dem General Lindemann zusammengebracht. Wann war das? Antwort: Im Herbst 1943 sah ich nach Jahren den General Lindemann, meinen früheren Schul- und Regimentskameraden, wieder. Im Zusammenhang politischer Gespräche erzählte ich, dass ich Schacht gut kenne, und General Lindemann bat, ihm vorgestellt zu werden, worauf ich die Verbindung herstellte. Frage: Was erwartete Lindemann von Schacht?
und wie verhielt sich Schacht gegen ihn? Antwort: Die Aufnahme der politischen Beziehungen zum Auslande nach geglücktem Attentat. Er sagte seine spätere Mitarbeit zu. Anfang 1944 machte Lindemann schwere Vorwürfe, dass die Generäle, so lange zögerten. Das Attentat müsse vor der Landung der Alliierten geschehen. Frage: War Lindemann in den Attentatsversuch vom 20. Juli 1944 verwickelt? Antwort: Ja, als einer der Hauptmitspieler. Frage: Teilte er Schacht Einzelheiten über den Plan mit? Antwort: Nichts über die Technik des Attentats. Wohl aber über das, was nachher geschehen sollte. Frage: Billigte Schacht den Plan? Antwort: Ja. Frage: Stellte sich Schacht den Militärs für den Fall des Gelingens des Attentats zur Verfügung? Antwort: Ja. Frage: Sind Sie nach dem 20. Juli verhaftet gewesen? Antwort: Ja. Frage: Wie sind Sie durch die Haft hindurchgekommen? Antwort: Durch standhaftes Ableugnen der Mittäterschaft. Wir sind nun vom Jahre 41-42 in logischer Folge wegen der Darstellung der Putsche in das Jahr 44 geraten. Das ließ sich nicht vermeiden. Wir müssen aber jetzt noch mal zurückkehren in die Jahre 41. Sie erwähnten schon am Rande die Bemühungen im Ausland. Im Jahre 41 waren Sie in der Schweiz. Haben Sie da irgendwelche Bemühungen in dieser Richtung angestellt? Ich habe jedes Mal, wenn ich im Auslande war, mit ausländischen Freunden mich ausgesprochen und immer wieder versucht, nach irgendeinem Weg, dass man den Krieg abkürzen und irgendeine Vermittlung mobil machen kann. Da spielt nun der Freserbrief eine Rolle. Ich glaube, der Vorgang mit dem Freserbrief, seine Schmuggelung nach der Schweiz, ist durch den Zeugen Gisevius genugsam bekundet. Ich habe zweimal Gelegenheit gehabt, einmal bei der Diskussion über die Übersetzung und einmal bei der Diskussion über die Zulassung als Beweismittel, vor dem Gericht kurz den Inhalt wiederzugeben. Ich glaube, dass ich das nicht zu tun brauche und ihn auch nicht zu verlesen brauche. Ich möchte nur überreichen, es ist Exhibit 31, Seite 84 des deutschen Textes, Seite 91 des englischen Textes. Genauso, um das vorwegzunehmen, Sie werden ja gleich darauf zu sprechen kommen, verhält es sich mit diesem Artikel, der in diesem Jahr in den Basler Nachrichten erschienen ist, über eine Unterhaltung, die ein Amerikaner 41 mit Schacht gehabt hat. Auch dies will ich nicht verlesen. Ich habe den wesentlichen Inhalt ja auch schon angegeben. Das ist Exhibit, ich überreiche es. Das Exhibit 32, Seite 90 des deutschen Textes und Seite 99 des englischen Textes. Oh, ich darf darauf einen Satz darauf hinweisen, dass dieser Artikel bereits zum Gegenstand von Vorhalten gemacht worden ist in der Cross-Examination Gisevius, und zwar von dem Herrn Vertreter der sowjetischen Anklagedelegation. Господа судьи, я хотел бы сделать возражение по документу 32. Этот документ, статья из базельских известий, как доктор Шахт мыслил, статья неизвестного автора о беседе с неизвестным экономистом, опубликована 14 января 1946 года, то есть к
когда уже проходил настоящий процесс. Я полагаю, что эта статья не может быть представлена как доказательство к делу Шахт. Ich kann darauf darf ich vor Beschlussfassung des Gerichts etwas kurz sagen? Der Artikel ist mir bewilligt bereits als Beweisdokument. Wir haben darüber diskutiert und das Gericht hat den Artikel als Beweisdokument entgegengenommen. Das Gericht kann natürlich diesen Beschluss wieder aufheben. Ich meine, es würde für mich... No, I think the tribunal has always made it clear that the allowance of these documents is a provisional allowance, and that when the document is actually offered in evidence, they will then decide its relevance, or its admissibility rather, not its relevance. Ganz zweifelsfrei. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass wir uns über die Frage schon einmal unterhalten haben. Selbstverständlich kann das Gericht ihn heute zurückweisen. Ich bin über die Objection insofern etwas erstaunt. It's not quite the same thing. The allowance is provisional. It isn't a question of the tribunal reversing its previous decision. The previous decision was merely provisional. And the question of admissibility is now comes up for decision here. Ich habe bin mir ganz klar darüber, Herr Lotscher. Nein, ich bin nur über die Einwendung des Herrn Vertreters der Sowjetanklagebehörde insofern erstaunt, als ja der Herr Vertreter der Sowjetdelegation selbst in der Cross-Examination durch Vorhalt an den Zeugen Gisevius auf diesen Artikel Bezug genommen hat. Er hat ihn zwar nicht überreicht dem Gericht, aber er hat in seinen Vorhalten an den Zeugen Gisevius darauf Bezug genommen. Aber meine Herren, es ist keine große Leber für mich, wenn das Gericht die geringsten Bedenken hat, diesen Artikel als Dokument zuzulassen, als Beweismittel. So bitte ich davon abzusehen, ich werde... Ich werde dann, und ich glaube, das darf ich, den Zeugen Schacht nur fragen, ob es richtig ist, dass er im Jahre 1941 mit einem Amerikaner, welcher nationalökonomischer Professor war, eine Unterhaltung über Friedensmöglichkeiten gehabt hat. Also ich... Stelle anheim. Ist für mich keine. Ich dachte, es wäre einfacher. Ich überreiche den Artikel. General Rudenko. As you have raised the objection to this document, what have you to say about the point that Dr. Dix makes, that you used the document itself in cross-examination? Господин председатель, мы это документа не использовали при допросе свидетеля Газелиуса. Это был задан выясняющий вопрос с тем, чтобы дать заключение по этой статье. Я особенно подчеркиваю... Would you say that again? I didn't understand it.
Я говорю, что вы не использовали этот документ при перекрестном допросе Гезевиуса, а задали выясняющий вопрос с тем, чтобы при представлении этого документа доктором Диксом выступить с отводом этого документа как не имеющего доказательной силы. Well, but didn't you put the contents of the document to Gisavius? I mean, I don't remember. What I want to know is, didn't you put the contents of the document? Нет, 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 нет. Не предъявляли содержание и не говорили по существу этого документа, а только был задан вопрос: известно ли ему, свидетелю Гезевиусу, о статье в базельских известиях от 14 января 1946 года. Был такой вопрос. Свидетель ответил, что известно. Вот так. Darf ich noch eins sagen? Darf ich eins sagen? Ich habe die Empfindung, dass die sowjetische Anwahrervertretung nicht gern sieht, dass dieser Artikel als Beweisdokument überreicht wird. Ich ziehe deshalb diesen Artikel als Beweisdokument zurück. Und ich sehe allen Anlass der Sowjetdelegation, wenn ich keine pflichtgemäßen Gegengründe, sachlichen Gegengründe habe, diesen Wunsch zu erfüllen. Ich bitte, die Frage als erledigt zu betrachten. Darf ich meine Frage stellen? Also, Sie haben in der Schweiz Gespräche geführt. Ja. Welchen Inhalts, großen Zügen, ja, mit wem? Dieser Artikel, von dem eben die Rede... Mr. Pratt, Your Honor, may I interpose an objection? The reason I didn't join in the Soviet objection to this document... I want to know who this economist is. I want to check this thing. It's very peculiar. Some very peculiar circumstances about this document. And I object to his retailing a conversation with an unknown economist. All I ask is that he identify time and place and person with whom he had his conversation, so that we can do a little verifying of this effort to get something before the tribunal that was didn't appear until 1946. Die Frage erhält eine Bedeutung, die ihrer relativen Unbedeutendheit wahrlich nicht zukommt. Ich verzichte auch auf diese Frage. Wollen Sie nichts bekunden jetzt über Ihre Unterhaltung mit diesem Professor? Und ich darf es der Prosecution überlassen, in der Cross-Examination die Frage, die Justice Jackson eben anschnitt, ihrerseits zu stellen. Die Sache ist pain de bruit pour une omelette. Also Ihre Gespräche in der Schweiz mit Ausnahme des unbekannten Professors. Da ich habe mich immer wieder bemüht, nicht wahr, den Krieg abzukürzen und irgendeine Vermittlung, die ich natürlich immer besonders beim amerikanischen Präsidenten gesucht habe, herbeizuführen. Das ist alles, was ich hier sagen kann. Ich glaube, ich brauche nicht in die Details zu gehen. Gut. Nun, haben Sie nun schriftlich den einen Brief an Funk Göring, an Ribbentrop und Göring. Hitler haben Sie schon erwähnt. Aber sonst während des Krieges schriftlich zur Kriegspolitik irgendeinmal Stellung genommen. Erstens Hitler gegenüber. Ich habe erwähnt meine Unterhaltung aus dem Februar 40 mit Hitler. Ich habe im Sommer 1941 einen ausführlichen Brief geschrieben an Hitler, den hier der Zeuge Lammers als bekannt zugegeben hat. Er wurde über den Inhalt dieses Briefes hier, glaube ich, nicht gefragt oder durfte sich nicht darüber äußern, wenn ich das nachholen darf. Ich habe in diesem Brief darauf hingewiesen, so ungefähr, ich wähle die direkte Sprache, Sie befinden sich augenblicklich auf dem Höhepunkt Ihrer Erfolge. Es war dies nach den ersten Russensiegen.
der Gegner hält Sie für stärker, als wie Sie wirklich sind. Die Bundesgenossenschaft Italiens ist eine sehr bedenkliche, weil der Mussolini eines Tages fallen wird und damit Italien ausfallen wird. Ob Japan Ihnen noch überhaupt zu Hilfe kommen kann, ist bei der Schwäche Japans gegenüber Amerika zweifelhaft. Ich nehme an, dass die Japaner nicht so unsinnig sein werden, Amerika mit Krieg zu überziehen, die Produktionskraft an Stahl beispielsweise beträgt bei ungefähr gleicher Bevölkerungszahl ein Zehntel der amerikanischen Produktion. Ich glaube also nicht, dass Japan in den Krieg eintreten wird. Ich empfehle Ihnen, jetzt unter allen Umständen die Außenpolitik um 180 Grad zu drehen und einen Friedensschluss mit allen Mitteln zu suchen. Und haben Sie Ribbentrop gegenüber während des Krieges Stellung genommen? Ich weiß nicht, wann es gewesen ist. Herr von Ribbentrop hat mir einmal durch seinen Staatssekretär, Herrn von Weizsäcker, Vorhaltungen machen lassen, ich möge mich nicht in defätistischen Äußerungen ergehen. Das kann im Jahre 40, kann auch in 41 gewesen sein, in einem dieser beiden Jahre. Ich habe gefragt, wo ich denn defätistische Äußerungen gemacht hätte, und es stellte sich heraus, dass ich meinem Ministerkollegen Funk gegenüber ausführlich begründet hätte, dass Deutschland diesen Krieg niemals gewinnen könne. Eine Überzeugung, die ich vorher und während des Krieges unverändert in jedem Augenblick, auch nach der Niederwerfung Frankreichs, unverändert gehabt habe. Ich habe dann Ribbentrop durch seinen Staatssekretär erwidern lassen, dass ich mich als Minister ohne Portefeuille für verpflichtet fühlte, meine Ansicht einem Ministerkollegen so zu sagen, wie ich sie auffasste, und hielt in dem geschriebenen Brief die Meinung aufrecht, dass Deutschlands Wirtschaftskraft nicht für diesen Krieg ausreiche. Kopie dieses Briefes, also oder Exemplar dieses Briefes, hat sowohl der Minister Funk bekommen, wie der Minister Ribbentrop über seinen Staatssekretär. Ich glaube, Eure Lordschaft, es wäre der richtige Zeitpunkt jetzt. Hello, recording. Hello, recording. Time for chow. Time for chow.
The tribunal is, I think, fully apprised with the case on behalf of the defendant, Schacht. They don't want to stop him in putting forward his defense fully, but they would be glad if you could make it as short as possible, and if he could make it as short as possible. Frau Lordschaft, ich bin überzeugt, dass ich bis zur Pause vielleicht schon eher fertig sein werde. Aber ich bitte doch zu bedenken, ihm wird der Vorwurf gemacht, zu der Machtergreifung geholfen zu haben. Dann ist doch die Frage, wie kommt es, dass du Hitler nicht erst eher erkannt... Dr. Dix, I wasn't ruling that this evidence was inadmissible. I was only asking you to get on with it as quick as you could. Also, Herr Dr. Schacht, fahren Sie fort und tragen Sie dem Wunsche des Herrn Vertreters der sowjetischen Anklagedelegation im Rahmen des Möglichen Rechnung. So kurz wie möglich. Ich werde gar nicht auf die Einzelheiten eingehen. Ich konstatiere nur, dass infolge des Zusammenbruchs von 1918 und der ungeeigneten Bestimmungen des Versailler Vertrages Deutschland in eine schwere Notlage gekommen ist, dass die demokratischen Parteien, die damals das Regime fest in der Hand hatten, nicht imstande gewesen sind, eine Änderung der Zustände herbeizuführen, dass das Ausland nicht erkannt hat, welche Politik es gegenüber Deutschland einschlagen müsse. Ich mache gar keine Vorwürfe, ich konstatiere nur. Und dass infolgedessen in dieser Not Hitler eine solche Reichstagsmajorität erlangte, wie sie seit Bestehen des Reiches nicht dagewesen ist. Jetzt frage ich diejenigen, die sagen, was ich hätte tun müssen damals, nachdem sie mir es damals nicht gesagt haben, sondern hinterher heute, was sie denn eigentlich getan hätten. Ich habe erklärt, dass ich gegen ein Militärregime war, dass ich einen Bürgerkrieg vermeiden wollte und dass ich auf demokratischer Linie nur den einen Weg sah, den Mann, der diese Macht nun einmal erlangt hatte, die Regierung führen zu lassen. Ich habe ferner gesagt, dass ich von dem Augenblick dieser Erkenntnis an versucht habe, mich einzuschalten, nicht in der Absicht, um diesen Mann in seinen extremen Ideen zu fördern, sondern in seinen extremen Ideen zu bremsen und möglichst in eine geordnete Bahn zurückzuführen. Nun kam dann der spätere Zeitpunkt, wo Sie die Gefahren erkannten und wo Sie selbst unter den unerträglichen Zuständen des Terror und der Meinungsknebelung litten. Und da ist doch vielleicht die Frage am Platze und erlaubt, warum sind Sie nicht emigriert? Wenn es sich um mein persönliches Schicksal gehandelt hätte, so wäre nichts leichter gewesen als das, zumal wir ja früher gehört haben, dass es mir angetragen und erleichtert werden sollte. Es handelte sich aber nicht um mich, nachdem ich seit dem Jahre 23 mich dem deutschen öffentlichen Wohl gewidmet hatte, handelte es sich für mich um die Existenz meines Volkes, meines Landes. Ich habe noch nie in der Geschichte erlebt, dass Emigranten, ich spreche natürlich von den freiwilligen Emigranten und nicht von den Ausgewiesenen, ich habe noch nie erlebt, dass Emigranten ihrem Lande irgendetwas genützt haben. Das ist nicht der Fall gewesen im Jahre 1792 in der Französischen Revolution. Es ist nicht der Fall gewesen 1917 in der Russischen Revolution.
Und es ist auch nicht der Fall gewesen bei der nationalsozialistischen Revolution, die wir durchgemacht haben. Drüben in irgendeinem sicheren Hafen zu sitzen und Artikel zu schreiben, die zu Hause kein Mensch liest. Dr. Dixon? Ja. We don't want a historical lecture, do we? Ich glaube, wir können hier abstoppen. Aber er wollte ja nur motivieren, warum er nicht emigriert ist. Aber wir, Sie sind verstanden worden. Danke. Ihr ist auch im Laufe der Verhandlungen entweder in einem Briefe oder in einem Gedicht, das weiß ich jetzt nicht, von Ihren Gedanken über einen eventuellen Märtyrertod die Rede gewesen. Ob man da vielleicht der Sache des Friedens oder dem deutschen Volke hätte dienen können, dem man noch weiter gegangen wäre, als Sie gegangen sind, sich geopfert hätte. Ich glaube, Sie spielen auf ein Zitat an, welches der amerikanische, einer der Herren amerikanischen Anklagevertreter hier vorgebracht hat, wo ich über das Totschweigen gesprochen Jawohl. Habe in einer meiner Aufzeichnungen. Jawohl. Wenn ich selbst mich aufgeopfert hätte, so hätte das nicht das Leiseste genützt, weil die Umstände des Aufopferns nicht bekannt geworden wären. Entweder wäre ich in irgendeinem Gefängnis verschwunden und dort gestorben oder was, und kein Mensch hätte mir gewusst, lebt er oder lebt er noch, oder ich wäre irgendeines beabsichtigten, zufälligen Unglückstodes gestorben, und dann wäre diese Märtyrermöglichkeit auch nicht mehr gegeben. Märtyrer wirken nur, wenn sie der Öffentlichkeit bekannt werden. Ich darf jetzt die Aufmerksamkeit des Gerichtes einen Moment in Anspruch nehmen. Mir ist gestern eine Frage abgelehnt worden, betreffend die gesellschaftliche Haltung des diplomatischen Korps und deren Wirkung zum Beispiel auf Männer wie Schacht. Die Frage, die ich jetzt stellen will, ist zwar nicht die gleiche, dann würde ich sie nicht stellen, aber sie hat immerhin einen Gegenstand. The objection that I made was to the use of the word attitude. Because I don't see how witnesses can give evidence about the attitude of a corps. I said, I think, expressly, that the fact that the diplomatic corps were present at the party rally might be given in evidence. But I said that the word attitude was far too general. What is it you want to put now? Ich hatte, gestern war die Frage abgelehnt, die ich so präzisiert hatte. Wie war Schacht beeinflusst durch das Gesamtverhalten des diplomatischen Korps? Diese Frage ist abgelehnt, ist damit erledigt. Nun möchte ich natürlich vorher Klarheit schaffen, weil ich mich auch nicht dem Anschein aussetzen will, als ob ich eine Frage einschmuggeln will, die vielleicht gegen dieselbe Ratio verstößt. Auf der anderen Seite ist es für meine Verteidigung wesentlich darzutun, dass auch urteilsfähige Männer des Auslandes dieselbe Einstellung gehabt haben gegenüber dem Regime wie Schacht, die doch über jeden Verdacht erhaben sind, einen Angriffskrieg haben vorbereiten zu wollen. Und auf der anderen Seite ist eine der Säulen meiner Verteidigung darzutun, dass die Arbeit dieser oppositionellen Kreise durch die Haltung des Auslands nicht nur gefördert, sondern auch erschwert worden ist. Das ist das Thema Probandum, was für mich wichtig ist.
Und zu diesem Thema, aber bitte antworten Sie nicht, Herr Schach, bevor nicht das Gericht die Erlaubnis gegeben hat. Und zu diesem Thema wollte ich zu den verschiedenen Ebenen... Exactly is the question. Ja, ich will jetzt die Frage stellen. Ich wollte Ihnen nach meinen Notizen zu den verschiedenen Ehrungen, die das Nazi-Regime im Ausland erfahren hat, die hier bereits erörtert sind, die zahlreichen repräsentativen und das Regime ehrenden Staatsbesuche nach meinen Notizen vorhalten und ihn dann fragen, jetzt kommt die Frage, welchen Einfluss diese zahlreichen und großen Ehrungen auf die Arbeit und die Ziele dieser Verschwörergruppe gehabt haben. Da aber diese Frage sich etwas in derselben Linie bewegt wie die gestern abgelehnte und ich mir meine Objections lieber selbst mache, als sie mir machen zu lassen, wollte ich vorher die Frage dem Gericht unterbreiten, ob sie zugelassen wird. Dr. Dixon, the question being, what effect did the recognition of the Nazi regime from abroad have upon the group of conspirators with whom the defendant Schacht was in contact? That's the question, is it not? Well, that question the tribunal thinks you may put. Zugelassen. Wenn Anerkennung richtig übersetzt wird, die Ehrung, nicht Anerkennung im Sinne der Anerkennung einer Regierung im diplomatischen offiziellen Verkehr, sondern der Ehrung, der Auszeichnung. Es ist eine Schwierigkeit der Übersetzung. Ich möchte, dass da keine, was sagt man, Englisch? Yes, all right. Und vorher darf ich ihm vorhalten, die einzelnen Staatsbesuche, die ich mir notiert habe, damit er die Frage beantworten kann. Darf ich das? Staatsbesuche, die ich mir aus der Zeitung... Put them shortly. Shortly. Ja. Actual, is it? Ja. Also, Richard, sie wird nicht vollständig sein, die Liste. Ich erinnere Sie daran, dass 35 der Labour Party Abgeordnete Alan Hartwood unter Marquess of Lothian 35... Why can't the tribunal thinks that you ought to put the question in the general way in which I put it to you and not go into the details of each visit or the details of a number of visits? If Your Honor, please, I want to object to it as a generality because it already appears that the United States did to the case and this is the entering wedge. Now, I don't want to get into this sort of thing,
I think it's entirely irrelevant that some foreigners, deceived by the appearance which the defendant Schacht was assisting in putting up, didn't start a war earlier. This thing is entirely irrelevant. The United States is desired to keep this sort of thing out of this case because it's endless if we go into it. It seems to me if Mr. Schacht wants to put the responsibility for his conduct on some foreigner, that foreigner should be named. He's already said that he had the United States representatives, Mr. Messersmith and Mr. Dodd, had no part in it because they were always against them. Now, it gets into a situation here that seems to me impossible before this tribunal, and I cannot understand how it constitutes any defense or mitigation for Schacht to show that the foreign powers maintained intercourse with Germany even in a period of its degeneration. The tribunal thinks the question is relevant, but should be put without detail. Ich werde Sie ohne Einzelheiten stellen und darf nur vorher bemerken, ich kann mich natürlich nicht in einem Atem mit Amerika nennen, aber auch mein Bestreben ist es, Außenpolitik fernzuhalten. Aber das ist keine Außenpolitik, was ich frage. Also nur die eine Frage. Wie haben die Ehrungen, welche das Ausland in der ja auch Ihnen bekannten Weise dem Naziregime erwiesen haben, auf Ihre Verschwörergruppe gewirkt? Es sind in all den Jahren von 35 an etwa bis einschließlich 38 unzählige Staatsmänner aus fast sämtlichen Nationen in Berlin bei Hitler zu Besuch gewesen, einschließlich einzelner gekrönter Häupter. Aus Amerika war beispielsweise auch der Undersecretary of State Phillips da. Aber nicht die Namen nennen. Wir wollen den Wunsch. Nein, ich habe nur, weil hier Namen ausdrücklich genannt worden sind, nicht wahr? Es beschränkt sich nicht auf Europa. Und ich habe gar nicht die Absicht, politische Ausführungen zu machen. Sondern ich sage nur, es sind so viele Besuche da gewesen, die für Hitler eine Anerkennung nicht nur, sondern auch eine Auszeichnung bedeuteten, dass dieser Mann in den Augen des deutschen Volkes als ein ganz großer Mann erschien. Ich erinnere mich noch, wie im Jahre, ich glaube 1925 oder so etwas, der König von Afghanistan, Amanullah, als erster Ausländer bei der sozialdemokratischen Regierung in Berlin erschien und gefeiert wurde, weil endlich einmal ein ausländischer großer Mann zu uns kam. Hier bei Hitler war es so, dass von 35 an sich die Besuche überstürzten und überschlugen. Und Hitler eilte von einem außenpolitischen Erfolg zum anderen, was unsere Aufklärung innerhalb des deutschen Volkes auf das Äußerste erschwert hat und es unmöglich machte, innerhalb des deutschen Volkes für diese Aufklärung zu arbeiten. Und nun zwei Schlussfragen. Sie haben die Anklagerede des britischen Kronanwalts Shawcross gehört, welcher sagte, dass einmal der Moment hätte kommen müssen, wo die Diener Hitlers ihm die Gefolgschaft hätten verweigern müssen. Wir wollen uns einmal auf den Boden dieser Auffassung stellen. Und ich frage Sie, sind Sie der Auffassung, für Ihre Person dieses Postulat
des Führers der britischen Delegation erfüllt zu haben. Ich stelle mich nicht nur auf den Boden dieser Resolution, sondern ich billige sie von ganzem Herzen. Und in dem Augenblick, wo ich erkannt habe, welch ein Schädling Hitler war, welch eine Bedrohung des Weltfriedens, habe ich mich in jeder Form von ihm gewandt. Nicht nur heimlich, sondern öffentlich und ihm gegenüber persönlich. Sie sind also der Auffassung, das Äußerste an Menschenkraft getan zu haben, um nach Gewinnung der richtigen Erkenntnis das Unheil dieses Krieges der Menschheit zu ersparen und nach Kriegsausbruch sein Ende herbeizuführen. Ich kenne in Deutschland niemanden, der es mehr getan hätte als ich. Ich habe vor dem Rüstungsübermaß gewarnt. Ich habe die effektiven Rüstungen mit meiner Wirtschaftspolitik nach Kräften gehemmt und, wenn Sie so wollen, sabotiert. Ich habe meinen Rücktritt vom Wirtschaftsministerium gegen den Willen Hitlers durchgesetzt. Ich habe gegen alle Parteiauswüchse protestiert, bei Hitler und öffentlich. Ich habe das Ausland ständig gewarnt und unterrichtet. Ich habe den Versuch gemacht, die ausländische Politik gegenüber Deutschland durch Entwicklung der Kolonialfrage zu ändern und damit eine friedliche Atmosphäre herbeizuführen. Ich habe Hitler die Kredite für weitere Rüstungen. Dr. Dix, I think we've heard this more than once, you know. Ich habe ihm die Kredite gesperrt und habe schließlich versucht, ihn zu beseitigen. Meine Herren Richter, ich bin jetzt am Ende meiner Beweisführung für den Falle Schacht. Ich habe nur noch eine Bitte. Gerade in den letzten Tagen sind auch mir eine Menge Zuschriften von Bekannten, Männern, die Schacht kennen, zugegangen, darunter auch Affidavits. Ich werde diese prüfen. Sollte ich der Auffassung sein, dass das eine oder andere Affidavit doch noch sachdienlich sein sollte, dann würde ich mich mit der Prosecution in Verbindung setzen, mit ihr besprechen, ob sie etwas gegen die Übersetzung einzuwenden hat, um uns dann gemeinsam an das Gericht zu wenden, um eventuell später noch das ein oder andere Dokument nur zur amtlichen Kenntnis, nicht mehr zum Vorlesen einreichen zu dürfen. Ich darf bitten, dass mir dieses Recht vorbehalten bleibt. Ich komme ja dann am Schluss der Beweisaufnahme noch kurz mit meinem Dokumentenbeweis. Ist ja nur teilweise erledigt.